Aloha, ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Wochenenergien möchte ich gerne gemeinsam mit dir Bewusstseinsfelder erschaffen, die einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn dich meine Impulse ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun viel Segen und Inspiration mit dem Impuls für diese Woche. Namaste und Aloha zu meinem heutigen Beitrag. Heute möchte ich mit dir etwas teilen, was mich inspiriert hat durch ein Gespräch mit einer wundervollen Frau. Und zwar hat sie mir erzählt, dass sie so ein bisschen in Sorge ist um ihren Sohn. Ihr Mann hat ganz, ganz große gesundheitliche Probleme. Ständig hat er irgendwas, womit er sich nicht gut fühlt oder Krankheit manifestiert. Und der Kleine fängt auch schon an, ständig irgendetwas zu haben, Bauchweh, Kopfschmerzen. Und sie sagt, ich weiß irgendwie gar nicht, kopiert er jetzt, was der Papa macht? Hat er wirklich was? Wie kann ich meinem Kind denn helfen? Wie kann ich meinem Mann denn helfen? So, die Frage ist eigentlich, die ich jetzt heute stellen möchte, sorgst du dich auch um deine Liebsten? Teil 2 sind die Kinder, die mir wirklich auch ganz, ganz doll am Herzen liegen. Und die Kinder, die kopieren bzw. leben die unerlösten Programme ihrer Eltern weiter. Und es kann sehr gut sein, dass der kleine Junge das Leitprogramm seines Vaters kopiert. Ist ja klar, ja, wir Kinder lernen durch Kopieren, was wir unseren Kindern vorleben, imitieren sie. Und der Schlüssel diesbezüglich ist für mich ganz klar, den Kindern zu helfen, ihre unverdauten Emotionen zu verdauen. Und die Kinder wissen das, ja, dass Gefühle fließen müssen. Und genau das, was du mit dir selbst machst, ermutige dein Kind, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Wenn es jetzt zum Beispiel heimkommt und es hat oder zu Hause ist und sagt, ich habe Bauchschmerzen, dann sagst du ihm, oh, hast du Bauchschmerzen? Wow, ja, ich sehe, dass du Bauchschmerzen hast. Wo tut es dir denn weh? Und dann kannst du da die Hand hinlegen. Dann kannst du sagen, weißt du, du hast ein ganz, ganz wundervolles Heilinstrument in dir. Und ich kann dir helfen, dieses Heilinstrument zu verstärken. Das ist nämlich deine Stimme. Versuch doch einfach mal einen Ton, zum Beispiel irgendeinen Ton, der dir einfällt, zu machen. Und diesen Ton lässt du jetzt in deinen Bauch wandern, so lange, bis dein Bauch zittert. Zum Beispiel. Ja, dann kannst du sagen, und das haben die alten Indianer schon gemacht. Und so haben die beispielsweise geheilt. Oder wenn irgendwie der Hals wehtut, dann lass mal da einen Ton hinfließen. Und wenn du das selbst ausprobierst, kannst du natürlich für dich selbst auch machen, dann merkst du, dass es ein höherer Ton ist, wie den Ton, den du in den Bauch schickst. Und damit schenkst du deinem Kind Aufmerksamkeit, ja, und hilfst ihm, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu fühlen. Wenn es jetzt beispielsweise nach Hause kommt und ist ganz fürchterlich sauer auf einen Freund oder so, dann sag ihm einfach, boah, bist du jetzt sauer? Ich sehe deine Wut. Ja, ich kann total verstehen, dass du sauer bist. Und natürlich wissen wir nicht, was stattgefunden hat. Und natürlich gehören zu einem Streit immer 2. Ja, wir können in den extremen Fällen, in einem Fall unserem Kind helfen, in seine Opferrolle zu verharren, weil andere Kinder böse sind. Oder im anderen Extremfall, wenn unser Kind eher sehr extrovertiert ist und sich schneller verteidigt und schneller zuschlägt als einsteckt, dann können wir unser Kind eben in dieser Täterrolle halten. Aber Fakt ist, wir wissen nicht, was stattgefunden hat. Fakt ist, wir sehen, unser Kind kommt nach Hause und ist beispielsweise wütend oder traurig. Dann lade dein Kind ein und sag, es ist in Ordnung, dass du wütend bist. Ich sehe, dass du wütend bist und du darfst auch wütend sein. Und es ist ganz wichtig, dass du diese Wut jetzt wirklich fühlst. Ja, wir dürfen unserem Kind dabei helfen, diese Wut sozialverträglich zu verdauen. Zum Beispiel zu sagen, weißt du was, das ist unsere Wutecke, das ist das Wutkissen. Schnell, nimm dein Wutkissen und hau drauf, so doll du kannst, so lange, bis die Wut weg ist.
Ja, wenn das Kind traurig ist, dann sag, ich sehe, dass du traurig bist. Ja, das ist in Ordnung. Du darfst traurig sein. Du darfst weinen. Komm, ich halte dich. Weine. Ja, ermutige dein Kind, wirklich seine Gefühle fließen zu lassen, seine Gefühle zu fühlen, ja, in Kontakt zu sein mit seinen Gefühlen. Und wenn es dann sagt, ja, beim Kindergarten oder in der Schule haben die gesagt, ich darf nicht so laut rumschreien, dann sagst du, ja, das kann ich ja auch verstehen, weißt du, wenn ein Kind ein bisschen älter ist, klar, wenn da jeder anfangen würde, jetzt auf ein Kissen zu hauen oder so, dann würde das den Unterricht stören, aber dann halt einfach innen und sag, ich bin wütend und das darf ich sein. Ich gehe jetzt nach Hause und fühle diese Wut. Weil das, was das Kind fühlt, ist ja immer nur ein Auslöser, ein anderes Kind, beispielsweise im Streit oder so, ist auch immer nur ein Triggerpunkt für irgendwas, was das Kind vielleicht in sich trägt. Ja, und Kinder fangen an, wenn sie zum Beispiel merken, dass ihre Eltern ihre Wut nicht zum Ausdruck bringen können. Das war zum Beispiel meine Tochter, die war das inkarnierte Pulverfass. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich so viel Wut in meinem Leben unterdrückt habe, die mein Kind für mich zum Ausdruck bringen musste. Und dadurch hat sie Widerstand und Ablehnung erfahren und all das. Ja, und das tun unsere Kinder, wenn wir selbst unser Energiefeld nicht reinhalten. Sie wollen retten, sie wollen, dass es Mama und Papa gut geht. Sie imitieren oder sie bringen etwas zum Ausdruck, was wir selbst nicht zum Ausdruck bringen können. Deswegen, auch wenn dein Kind wütend, traurig, krank ist. Geh in die Resonanz. Was ist deine Resonanz? Fühle, was fühlst du jetzt in diesem Augenblick, in dem dein Kind heimkommt und Bauchweh hat, oh, schon wieder, was ist denn jetzt schon wieder los, ja? Dann geh in diese Ungeduld, ja? Arbeite mit dir und helfe gleichzeitig deinem Kind durch die Wahrnehmung, indem du deinem Kind so oft wie möglich sagst, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja, ich sehe deine Wut. Ich sehe deine Traurigkeit. Ich sehe, dass du müde bist. Ich sehe, dass du alleine bist. Ich sehe, dass du sauer bist, dass du das nicht haben kannst. Es ist in Ordnung, sauer zu sein. Und deswegen musst du deinem Kind es nicht geben, aber du kannst ihm die Erlaubnis geben, wenn es jetzt was weiß ich, was irgendwas haben möchte, was es jetzt eben nicht haben kann. Das muss es auch lernen. Und es muss auch lernen, dass das eben mit Enttäuschung vielleicht manchmal verbunden ist und dass es diese Enttäuschung auflösen kann. Er kann ganz, ganz tolle Rituale diesbezüglich innerhalb der Familie integrieren, indem man dem Kind einfach den Raum gibt, dass es das zum Ausdruck bringen kann, was es eben gerade hat. Und auch die Magie, ja, die in uns gespeichert ist, die zwischen Himmel und Erde verfügbar ist. Für Kinder ist die Magie so viel normaler. Ja, deswegen gibt es auch Geschichten wie Pippi Langstrumpf. Und Pippi Langstrumpf ist für mich ein solches Idol. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ja, weil sie an Wunder glaubt und Kinder ermutigt, an Wunder zu glauben. Und Kinder werten nicht, sie haben noch dieses Vertrauen. Ja, Kinder, die auf die Welt kommen, sind komplett im Urvertrauen, komplett verbunden mit der göttlichen Quelle. Da gibt es keinen Zweifel, dass sie getrennt sind, dass sie weniger sind. Ja, ein Kind nimmt für sich immer selbstverständlich das Größte, das Schönste, das Beste in Anspruch. Das zweifelt es gar nicht an, weil es noch nicht im Ego ist. Und wir erziehen das unseren Kindern regelrecht ab. Ich kann wirklich einen Tipp geben, was ich mit meiner Tochter gemacht habe. Wenn sie sich wehgetan hatte, dann haben wir immer gechantet. Bayonada ist ja das zentrale Heilsiegel. Jetzt habe ich hier wieder schon so viel Sonne. Meine liebe Kara blendet das ganz bestimmt ein, Bayonada. Wir haben gechantet, Om Vayu Nada, Aua, hau ab da. Ja? Und für meine Tochter war das so selbstverständlich, die kam zu mir, wenn sie irgendwas hatte, sagte, Mama, gib mir Heilenergie. Mich hat eine Wespe gestochen. Mama, schick mir da und da Heilenergie hin. Kannst du das bitte, bitte für mich tun? Ja? Und mit Om Vayu Nada haben die Kinder dann selbst auch ein Tool, was du ihnen mitgeben kannst, wenn sie im Kindergarten hinfallen, dass sie einfach zum Beispiel Om Vayu Nada chanten. Und zum Thema hinfallen, ja, ein Kind weiß, wie gesagt, dass Gefühle fließen dürfen. Und wenn ein Kind hinfällt, ist die natürlichste
Reaktion, wenn es sich wehtut. Wir Erwachsenen sagen Aua und ein Kind fängt an zu weinen. Und das ist Sound Healing. Wenn wir wirklich unserem Schmerz Ausdruck verleihen, den rauslassen, dann werden im Körper Stoffe freigesetzt, die eine stärkere Wirkung haben wie Morphium. Das heißt, wir haben den eigenen Schmerzkiller in uns. Und das erziehen wir unseren Kindern ab, wenn sie weinen, sie hektisch schütteln und sagen, psch, psch, beruhig dich. Nein, weine, lass den Schmerz raus. Ich verstehe, dass dir das wehtut. Weine, das ist in Ordnung, das tut dir gut, lass es raus. Ja, und dann, wenn das Kind den ersten Schmerz rausgelassen hat, können wir, wenn du die Siegel zu Hause hast, kannst du das Kind ein Siegel ziehen lassen. Om Bayonada ist für mich das zentrale Heilsiegel, das bei mir in meiner Familie immer wunderbar gewirkt hat. Und selbst, ja, wenn die Kinder größer werden und das dann vielleicht blöd finden, dann erinnern sie sich irgendwann später daran, an diese Magie, an dieses Wunder, an diese Stimmgabeln. Ja, vielleicht hast du auch Freude mit Kristallen, dann lass ein Kind, wenn es ein Thema hat, dass es zum Beispiel nicht gerne in den Kindergarten geht oder nicht gerne in die Schule geht oder in bestimmten Situationen Angst hat, dann kannst du wirklich auch mit einem Kristall arbeiten, dass du das Kind einen kleinen Stein aussuchen lässt und sagst, es ist dein Schutzstein. Ja, lade dein Kind auch ein, seinen Engel zu rufen. Setz dich abends mit ihm ans Bett und sag so, ja, wir gehen jetzt in die Nacht. Und wir stellen uns jetzt vor, dass wir auf Reisen gehen können in der Nacht. Und die Wahrheit ist, wenn wir nachts schlafen gehen, dann verlassen wir unsere Körper. Und wenn wir nicht definieren, wo wir hingehen, dann gehen wir meistens in die Astralwelt. Deswegen wachen wir manchmal morgens auf und sind schräg drauf, weil wir uns aus der Astralwelt oftmals eine Emotion von einem Menschen reinziehen, die mit uns gar nichts zu tun hat. Und ich stelle mir immer vor, dass es so eine Art Tempel gibt, ja, wenn ich schon meinen Körper verlasse, dann möchte ich wohin gehen? An einen Ort, der mir dient. Dann überprüfe ich immer, was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt Urvertrauen, ich brauche jetzt Selbstliebe, ich brauche Geduld, ich brauche Klarheit, ich möchte spirituelles Wachstum. Und in so einen Tempel bitte ich dann zu gehen, je nachdem, was ich gerade brauche. Und du kannst deinem Kind auch sagen, wo möchtest du denn gerne hingehen? Möchtest du irgendetwas lernen? Bedrückt dich irgendwas? Dann gehst du jetzt in den Tempel der Heilung. Dann bringen dich die Engel jetzt während der Nacht dahin und passen auf dich auf. Ich bin natürlich auch da. Und morgen früh, wenn du aufwachst, vielleicht hast du was geträumt, was du mir dann erzählst, was du erlebt hast. Oder du gehst auf eine Abenteuerreise. Ja, das ist dein Schutzstein. Der ist jetzt bei dir. Wir machen jetzt eine wunderbare goldene Kugel um dich am Morgen, wenn du das Haus verlässt. Damit bist du eben geschützt. Was ganz toll ist, wenn ein Kind ängstlich ist. Also du kannst diese Dinge so spielerisch einsetzen und das Wissen, das Kind weiß, dass es funktioniert. Für das Kind ist das viel normaler als für uns Erwachsenen, zu helfen, diesen Erinnerungsprozess anzutriggern. Frag es, was hast du erlebt? Was fühlst du? Ja, was hast du denn erlebt, als du noch im Licht warst? Diesen spielerischen Umgang mit den Dingen und die Dinge, die ein Kind zum Ausdruck bringt, wenn es eben von der Allverbundenheit spricht, dass es beispielsweise irgendein Wesen sieht, das Fritz heißt. Oh, der Fritz ist da. Wow, was macht er denn so? Was erzählt er denn? Grüß den mal schön von mir, dass wir das dem Kind nicht aberziehen und sagen, das ist doch Quatsch, da ist doch keiner, weil wir glauben, das Kind hat Angst. Wenn das Kind Angst hat, ist es was anderes. Dann können wir gemeinsam den Fritz wegschicken. Und dieses hundertprozentige Ausgeprägtsein der Allverbundenheit, ja, worüber auch Metatron gesprochen hat, das geht im Lauf der Jahre verloren, weil die Zirbeldrüse eines Menschen ist bis zum 7. Lebensjahr voll ausgeprägt und bei Nichtgebrauch verkümmert sie. So, und wir können einfach unseren Kindern helfen, dass ihre Zirbeldrüse nicht verkümmert. Wir müssen sie durch Einweihungsaktivitäten, ich habe übrigens auch eine Meditation in meinem Shop, Zirbeldrüsen-Einweihung, mit der du das machen kannst. Aber wir können unsere Kinder dabei unterstützen, dass hier ihre Zirbeldrüse erhalten bleibt. Und im Laufe der Pubertät wollen sie damit wahrscheinlich dann nichts mehr zu tun haben. Aber je länger sie in dieser Verbindung sind, umso leichter ist das Erinnern dann auch im späteren Leben. Also ermutige dein Kind, mit den Lichtwesen, mit den Engeln in Kontakt zu treten. Bezieh die Engel ein.
Ja, frag nach dem Schutzengel für dein Kind, gib ihm einen Namen und sag so, der Erzengel Kamuel ist jetzt mit dir heute im Kindergarten oder in der Schule. Du weißt es ja, wenn irgendwas ist, ruf den, wenn ich nicht da bin. Und du kannst dann auch rufen, wenn ich da bin. Wir können den gemeinsam rufen. Ermutige dein Kind, in Kontakt mit seiner Allverbundenheit zu sein und diese Allverbundenheit zu finden in den Wundern, die das Kind während seines Tages erlebt. Und der Schlüssel sind für mich für alles wirklich unsere Gefühle, weil die Gefühle sind die Sprache unserer Seele. Und wenn du das deinem Kind erklärst, dann versteht das dein Kind. Dann kannst du auch, wenn das Kind Angst hat, weil es was erlebt, ihm helfen, wirklich diese Schwingung zu wandeln in eine höhere Frequenz, die deinem Kind dient. Und gerne möchte ich jetzt zum Abschluss dieses Beitrags, bevor ich gleich nicht mehr zu sehen bin, weil die Sonne so schön scheint und ich mich abgedunkelt habe, ein Bewusstseinsfeld der Allverbundenheit, der Heilmagie, der Selbstheilungskräfte für unsere Kinder, für unsere Liebsten, ein Feld der Liebe und des Glaubens, dass Heilung und immer jederzeit möglich ist und in einem jeden zu finden ist. Dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt gemeinsam mit dir und Bayonada initiieren. Om Bayonada, Om Bayonada, Om Bayonada. Und für die Stärkung unserer göttlichen Einheit, unserer Allverbundenheit, die Befähigung und Ermächtigung, den Teil, den ich im anderen sehe, in mir anzunehmen, zu wandeln und zu heilen, das Bewusstsein der Allverbundenheit weiterhin zu stärken in Anbindung an das Channeling von Erzengel Metatron. Er hat mit uns mit Lemati gearbeitet, möchte ich jetzt nochmal gemeinsam Ayuna, die göttliche Einheit, chanten. Om Ayuna, Om Ayuna, Om Ayuna, Om Ayuna. Ich wünsche dir so viel Segen, Licht, Liebe, Heilung, Selbstheilung und Allverbundenheit. Und wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, bitte teile diesen Beitrag mit lieben Menschen. Caring is sharing und ich weiß, die Welt muss einfach aufwachen und muss um diese so leichten Dinge, das Leben leichter, einfacher, heiler, vollkommener zu machen, zu wissen. Helf mir bitte dabei, den Menschen dabei zu helfen, sich daran zu erinnern, wer sie sind. Danke aus tiefstem Herzen für dich. Namaste. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu meinem Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du die Siegel für dich selbst und auch für andere anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung jedes einzelnen Siegels. Abonniere jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Klicke rechts, wenn du meinen Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Namaste.